Sie ein Schälchen Kaffee? Bitte sehr. Sie gehören noch nicht hierher. Was wollen Sie hier? Sind Sie ein Spion? Spion von was? Es weiß doch jeder, was hier verhandelt wird. Ja, das steht im Blatt. Man müsste Kritik äußern können. Und welche? An der Hochrüstung im Weltall. Die Späher-Satelliten des Projekts, geplant 2006, sind eine noch gefährlichere Provokation als der Raketenabwehrschild NMD. Und was wollen Sie wem mitteilen? Kritik ist keine Mitteilung. Kritik muss man ausüben. Wollen Sie es den chinesischen Delegierten sagen? Man muss es öffentlich machen. Dann rate ich Ihnen, rüber in den Pressesaal zu gehen und es als Experte den Journalisten zu sagen. Sie müssen sich als Experte verkleiden und nicht als Kellner. Und wie sind Experten gekleidet? Keine spezifische Bekleidung. Aber Ihnen würde ich eine Uniform anraten, weil Sie Verkleidung brauchen. Und woher soll ich die nehmen? Ihr Projekt der Aufklärung ist zu kompliziert. Zu kompliziert. Hätten Sie sich in einem Kostümverleih eine Uniform ausgeliehen, dann stünden Sie vor dem Problem, sie so einzuschmuggeln, wie Sie sich selbst eingeschmuggelt haben. Stehen Sie erst einmal in einer Uniform vor den Journalisten, dann glaubt Ihnen keiner mehr das Kostüm, wenn Sie sich kritisch äußern. Jeder hält Sie für einen Narren. Tut mir leid. Was raten Sie mir denn? Ein Artikel schreiben. Das nutzt doch nichts. Was Sie hier tun, nutzt auch nichts. Aber ich tue doch wenigstens etwas. Das ist nicht ohne, hier auf 50 cm Abstand an die Entscheidungsträger ranzukommen. Ich habe das sogar bis auf 20 cm und 10 cm geschafft, wenn die Entscheidungsträger Zucker nehmen. Das habe ich gesehen, Chapeau, das ist eine Leistung. Ja, was wollen Sie noch mehr? Einen Anfang muss man machen. Sie haben in mir einen Sympathisanten. Und was nutzt mir das? Ich bin ein guter Beobachter. Und was nutzt das? Vielleicht gebe ich Ihnen mal einen Tipp. Ich bin Geschichtslehrerin. Ich bin hierher gekommen, weil ich die Geschichte verändern möchte. Ich möchte jetzt ein neues Material kriegen, damit ich es verbreiten kann. Und hier wollen Sie dieses Material bekommen? Was ist denn Ihr Beruf? Sie gehören doch nicht zu den Entscheidungsträgern oder zu den Lobbyisten. Ich bin Arbeitszeitmesser. Ich nenne mich mit der alten Bezeichnung Arbeitszeitmesser. Heutzutage werden Ökonomen nur noch als Controller verwendet, die die Gesamtleistung einer Firma beurteilen und nicht einzelne Arbeitsvorgänge analysieren. Wir sind sozusagen Wirtschaftsdetektive. Die historische Arbeitszeitmessung war produktzentriert. Wie viel Aufwand an Zeit und Kraft ergibt in welchem Prozess welches Produkt? Insofern geht mein Interesse auf dieser Konferenz zum Beispiel der Unterscheidung, wie viel Intelligenz wird für Dienstleistung und Moderation, Begrüßung, Lebenslauf, Lobby, Verteidigung der Rangordnung verwendet und wie viel davon für Kritik. Mein Ergebnis? 92% aufgewendet für Dienstleistung und Moderation. Ich bin als Kontaktmann von meinem Autokonzern ausgeliehen an die Stiftung, die diese Veranstaltung organisiert. Ich kann meinem Nervenkostüm nach nicht aus meiner Haut. Mein Charakter wie ein Fingerabdruck, unverwechselbar, zwingt mich dazu, als Controller tätig zu werden.